Naja, wie Sie schon gesagt haben, habe ich in meinem Leben sehr viele Jobs gemacht. Also ich bin vom gelernten Rauchfangkehrer über den Lkw-Fahrer, über den Reisebusfahrer und als eher vom ehrenamtlichen Sanitäter dann zum Bestatter geworden, habe dann nebenbei Psychologie studiert. Und den Begriff Thanatologie werden die wenigsten kennen. Die Thanatologie, die gibt es an sich nicht in der Form, dass man jetzt sagen kann, ich mache jetzt eine Thanatologie-Ausbildung oder ich studiere Thanatologie. Es gibt keinen Lehrstuhl für Thanatologie. Aber immer wenn sich so Sozialwissenschaftler oder so wie ich als Psychologe so forschend und lehrend mit dem Thema Tod und alles, was damit zu tun hat, beschäftigen, dann kann man das Thanatologie nennen. Und wie Sie es eh schon gesagt haben, die Thanatologie ist ganz einfach die Wissenschaft vom Tod, der Sterblichkeit und der Bestattung in ihren soziologischen und psychologischen Aspekten. Und es ist einfach spannend, sich so zu bezeichnen beruflich, denn niemand kennt es, jeder googelt es und die Menschen verhören sie ja wieder oft, hören dann Tantralogie oder solche Dinge. Das ist sehr spannend, ja.